Wird oft gefragt, was ist der Unterschied zwischen dem neuen Coronavirus und der jährlich auftretenden Influenza? Im Prinzip sind es beides Viren, die die Atemwege, also den Respirationstrakt, befallen können und bis zur Lungenentzündung oder gar Lungenversagen führen können. Der Unterschied ist relativ schwierig im Moment noch einzuschätzen. Ein Unterschied ist, dass Influenza klassisch Kinder befällt und die Epidemie sich vor allem im Kindergarten ausbreitet. Und hier ist das beim neuen Virus ganz anders. Kinder werden nicht befallen, Kinder scheinen eine Teilimmunität zu haben, sodass meiner Einschätzung nach das Virus sich nicht so stark verbreiten wird, wie allgemein befürchtet. Ich gehe davon aus, dass sich die Corona-Epidemie ganz ähnlich wie andere Epidemien verhält. Wir hatten 2011, 2012 die Influenza, die sogenannte Schweinevirus-Influenza H1N1. Da hatten wir auch einen Gipfel in den Wintermonaten und es stieg an im März, April. Dann kam es zu einem Stillstand und einem Verschwinden der Epidemie in den Sommermonaten. Ich gehe fest davon aus, dass wir Corona mit all unseren Vorsichtsmaßnahmen bald überwinden und wir im Sommer keine Corona-Epidemie mehr in Deutschland haben.